Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian. Servus zusammen zu einer neuen Folge von Frag Fabian. Heute hat mir der Michael aus Landshut geschrieben. Der Michael schreibt: Ich finde es super, dass ihr in Bayern so viel tut, um die Menschen vor diesem Coronavirus zu schützen. Aber was habe ich davon, wenn wegen euren Maßnahmen mein Betrieb schließt und ich anschließend arbeitslos bin? Ja, lieber Michael, das ist eine sehr berechtigte Frage und ich kann dir vor diesem Hintergrund versichern, dass wir in Bayern nicht nur die Benchmark unter den deutschen Ländern beim Schutz der Menschen im medizinischen Sinne vor Corona sind. Nein, wir gehen auch den deutschen Ländern derzeit voran im Hinblick auf die Bestrebung zu verhindern, dass aus der heutigen Corona-Krise morgen eine Wirtschaftskrise wird. Wir haben deshalb die gewaltigsten Maßnahmen aufgesetzt, die es in der Geschichte Bayerns je gegeben hat. Sie stehen insbesondere auf drei Säulen. Zum einen haben wir für schnelle Hilfe eine Soforthilfe auf den Weg gebracht. Sie kann jetzt schon beantragt werden. Betriebe, die wegen Corona in Liquiditätsengpässe bekommen, kriegen jetzt direkte, unbürokratische, unmittelbare Soforthilfe-Unterstützung, um Liquiditätsengpässe zu überwinden. Zudem haben wir den Bürgschaftsrahmen des Freistaates auf zwischenzeitlich 500 Millionen angehoben, mit der Idee, dass der Freistaat Bayern für seine mittelständischen Unternehmen bürgt, sodass diese Liquidität bekommen, Kredite bekommen bei ihren Hausbanken, über die KfW sich entsprechend in dieser Krise finanzieren können, ihren Geschäftsbetrieb aufrechterhalten können, wirtschaftlich überleben können. Ja, und drittens haben wir zwischenzeitlich ein Programm von derzeit 10 Milliarden, das in dem zweiten Nachtragshaushalt noch einmal auf 20 Milliarden aufgestockt wird, auf den Weg gebracht, um einerseits das medizinische System zu ertüchtigen, um die Soforthilfen schnell ausbezahlen zu können, aber auch mit der Idee, dass wir ganz bewusst auf Beteiligungen des Freistaats Bayern an seinen Unternehmen in dieser Krisensituation setzen. Die Idee ist also, dass der Freistaat Bayern bei wegen Corona in wirtschaftlichen Nöten befindlichen Unternehmen selbst als Teilhaber mit einsteigt, das Unternehmen sozusagen Huckepack nimmt und durch die Krise trägt und anschließend als Gesellschafter wieder ausscheidet. Mit diesen drei Maßnahmen, mit einem kraftvollen Signal in der Höhe von 20 Milliarden, die wir an Geld bereitstellen, um zu verhindern, dass aus der Corona-Krise eine Wirtschaftskrise wird, sind wir in Bayern für den Moment sehr, sehr gut aufgestellt. Darüber hinaus gilt, whatever it takes, wir werden alles tun als bayerische Staatsregierung, dass aus der Corona-Krise keine Wirtschaftskrise wird, dass die Menschen in Bayern in einem halben Jahr nicht nur gesund sind, sondern auch weiterhin ihren Arbeitsplatz sicher wissen, ja, dass wir wieder richtig durchstarten können als Freistaat Bayern nach dieser Corona-Krise. Gemeinsam schaffen wir das. Auch da sind wir die Benchmark unter den deutschen Ländern. Auch da haben wir als bayerische Staatsregierung aus Freien Wählern und CSU die entsprechenden Voraussetzungen geschaffen. Wenn auch ihr eine Frage habt, dann postet sie unten in den Kommentaren. Ich kümmere mich drum. Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian.